Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Das ist eine Frage, die ich ganz, ganz häufig gestellt bekomme. Und wahrscheinlich müsste ich jetzt eine Stunde darüber reden, aber ich versuche mal eine Kurzform dennoch mit den Highlights mal zu bringen. Und tatsächlich, ursprünglich war ich ja Lebensmittelhändler. Und auch das eigentlich nur, weil ich gar nicht wusste, was ich sonst tun sollte und eben in dem Laden meines Vaters zu arbeiten begann. Der kam aber relativ früh auf mich zu und sagte, es wird Zeit, das Erbe zu überschreiben. Und ich sagte noch, Mensch Vater, ich mag die Art, wie du denkst, denn da war ein Geschäftshaus dabei, roundabout 1 Million wert und das war ja schon ein schönes Erbe. Aber er sagte, Hermann, ich habe leider auch viele Fehler gemacht und drum kriegst du auch die Schulden mit vererbt, die werden dann sozusagen mit enthalten. Und erst als er zu zittern begann und sagte, dass die grob bei knapp 5 Millionen liegen, wurde mir klar, dass dieses Erbe nicht wirklich was Großartiges ist. Aber frag mich nicht warum, ich habe dieses Erbe dennoch angenommen. Und so war natürlich die große Frage, wie kriegst du jetzt das eigentlich alles hin und wie schaffst du das überhaupt, diese Schulden abzubauen? Und mir war klar, als Lebensmittelhändler war mir das nicht möglich. Und ich weiß noch, in frühen Jahren schon hatte ich unheimliche Schwierigkeiten, oft mit den Mitarbeitern zurechtzukommen. Da sind oft Frauen auf mich zugekommen, manchmal auch mit weiblichen Problemen, die ich logischerweise schon ganz und gar nicht lösen konnte. Und damals hieß es, es gäbe ein Seminar, das hieß Unternehmerenergie. Und ich habe mich dann darauf angemeldet, hatte unendliche Angst dabei, mich darauf anzumelden, denn es war ja mit 4.000 damals sündhaft teuer und damals hat man sich noch mit Postkarten angemeldet und ich habe lange gebraucht, bis ich diese Postkarte endlich auch wirklich in den Briefkasten gesteckt habe. Und dann bin ich vorgefahren, ich werde das nie vergessen, mit meinem hellblauen Ford Escort in der Basisversion. Das ist deswegen so wichtig, weil ich parkte auf einem Parkplatz, wo, glaube ich, das kleinste Auto ein 7er BMW und ein irgendwie Monster Mercedes war. Also 30 Staatskarossen und ein Baby-hellblauer Ford Escort. Und ich bin da rein und die Frage, die alle gestellt haben, inklusive des Kursleiters, Herr Scherer, was machen Sie eigentlich hier? Denn ich glaube, ich habe das Durchschnittsalter um grob 100 Jahre nach unten gedrückt. Und ich habe gesagt, ich will lernen, wie man Unternehmen führt. Und das war unheimlich verkopft und wahrscheinlich war ich noch zu jung dafür und ich habe wahrlich nicht alles verstanden, weil das waren Profis, da ging es um Planung und Delegation und ich war ja eigentlich immer noch der Typ, der im Lebensmittelladen Regale eingeräumt hat. Naja, aber dieser Josef Schmidt damals sagte immer schon und Dale Carnegie sagte schon und Dale Carnegie sagte schon. Und ich dachte mir, wenn so ein großer Mann wie Josef Schmidt immer nur von Dale Carnegie redet, den ich nicht kannte, dann muss ja dieser Dale Carnegie was ganz Besonderes sein. Und so habe ich mich tatsächlich zum Dale Carnegie Training in München angemeldet. Eine weltweit die größte Trainingsorganisation, wie ich dann erfahren durfte und war dann tatsächlich als Teilnehmer dabei. Und mir ist dabei aufgefallen, dass da vieles ein bisschen unrund lief. Manchmal war das unstrukturiert und ich habe ein paar Tipps gegeben, wie man das besser machen konnte. Und plötzlich war ich Assistent des Trainers. Und plötzlich war ich leitender Assistent des Trainings und plötzlich habe ich ich konnte mir die Sachen nicht merken. Und dann habe ich mir so ein kleines Buch geschrieben, was ich immer zu tun habe. Und dann wollte jeder dieses Buch, haben wir dieses Buch kopiert und plötzlich war ich der Herausgeber des Assistentenleitfadens für Dale Carnegie. Ja, und plötzlich war ich Trainer von Dale Carnegie. Und weil ich mir nie merken konnte, dieses komplexe System voranzubringen, habe ich immer alles aufgeschrieben. Und weil ich immer alles aufgeschrieben habe, war ich immer Vorbild für alle anderen. Und plötzlich war ich, das war dann eine Riesengeschichte, Trainerausbilder für alle Trainer in ganz Europa. Und durfte die interessanterweise hauptsächlich in Zypern zu Trainern ausbilden. So. Und da war ich dann 14 Jahre lang, und habe 14 Jahre lang Trainings gegeben und zwar wirklich jeden Tag. Und wenn ich jeden Tag sage, meine ich auch jeden Tag, da waren logischerweise auch Samstag, Sonntag drin. Ich war allein für Siemens, glaube ich, in 2 Jahren also irgendwie 650 Tage, wenn es nicht 700 schon fast waren, für Siemens unterwegs. Und wenn du so viel trainierst und so viel in Kleingruppen bist und ich damals wirklich schon 14 Jahre jeden Tag mindestens eine Gruppe hatte, habe ich irgendwann gemerkt, dass mir das zu viel wurde. Irgendwann hast du auch die Schnauze voll. Wenn du immer das Gleiche tust, geht es halt nicht mehr weiter. Und ich habe auch gemerkt, ich bin von den Menschen ein bisschen entfernt und habe auch mitgekriegt,
Andere stehen auf den Bühnen und reden nicht in Kleingruppen vor 10, 20, 30 Leuten, sondern vielleicht vor 100, 200, 500, 1000 oder 10.000 Leuten. Und so habe ich diesen Switch vom Trainer zum Speaker gemacht und bin tatsächlich Redner geworden und habe dann, die Zahlen sind natürlich total vermessen, aber sind halt auch wahr, über 3000 Vorträge gehalten. Mein wildestes Jahr war, glaube ich, über 270 Vorträge pro Jahr. Ich hatte auch 3 Jahre keine Wohnung mehr, weil, ich meine, wenn du eh nicht zu Hause bist, macht das gar keinen Sinn. Und damals war das noch was relativ Besonderes, als Speaker durchzustarten. Den Zweig kannte man fast gar nicht, aber das ist mir dann anscheinend so gut gelungen, weil ich auch wieder alles aufgeschrieben habe, wie es funktioniert. Und so gut eben gelungen, dass ganz viele mich gefragt haben, Hermann, wie geht das eigentlich? Du fliegst von A nach B, nach C, nach D, ich will das auch. Und dann habe ich den ersten Menschen erklärt, wie das funktioniert. Das war in Einzelsitzungen, dann waren das immer mehr, dann habe ich es in 5er-Sitzungen gemacht, am Schluss habe ich es in 30er-Sitzungen gemacht. Ja, und heute erkläre ich mittlerweile ganz, ganz vielen Menschen nicht nur, wie sie die Bühnen dieser Welt erobern als Speaker, sondern wie sie als Unternehmer, Unternehmerin, wie sie als Marke, wie sie als Botschafter ihrer Produkte, ihrer Dienstleistungen eben diese Sichtbarkeit bekommen, die sie logischerweise auch schon längst verdient haben. Weil wir wissen, wenn du so einen Markenmagnetismus aufbaust, dann musst du nicht mehr verkaufen, sondern du wirst logischerweise gekauft. Und wir wissen auch, dass Menschen, die sich vor ihre Produkte und Dienstleistungen stellen, in der Regel schnellere Umsätze generieren, bessere Umsätze generieren zu höheren Preisen und damit eben auch wirklich sichtbar und gekauft werden. Und in der heutigen Zeit, in der eben Aufmerksamkeit wirklich diese Währung ist, können wir sagen, damit machen Menschen ihre Marke zu Gold. Drum mache ich heute eben auch immer dieses Goldprogramm, um deine, ihre Marke genau zu Gold zu machen.